Lasst die Reifen quietschen und die Motoren aufholen, denn hier geht's endlich weiter mit Mario Kart 8 in der Version 3.0. Ja, Version 3.0, unter anderem halt die Unterstützung durch die Amiibo-Figuren, die es natürlich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht im freien Handel zum Erwerben gibt. Sprich, 13. November ist noch ein bisschen kurz, das Ganze kommt erst in knapp 2 Wochen, sprich halt Ende November. So, wieso macht das trotzdem das ganze Let's Play fortsetzen? Es gab auch neue Charaktere, sprich neue Fahrer, neue Kartteile und vor allem neue Strecken bzw. sogar neue Caps. Im Grand Prix, so ihr seht schon, mir fehlen noch ein paar Dinger hier von alten Caps. Zwischendurch mal noch ein bisschen gezockt und so, aber nicht so intensiv. Man sieht es auch, wo es noch ein bisschen fehlt. Die Frage ist natürlich, mache ich jetzt gespiegelt oder mache ich normal? Andererseits, online gibt es nur normale Strecken, sprich keine gespiegelten. Andererseits, eine Strecke gespiegelt anzufangen, eine neue, finde ich jetzt auch ein bisschen schräg. Naja, machen wir mal so. Ja, Miyabibo Update, sehr schön. Und von den neuen Charaktere, wie zum Beispiel Tanuki Mario. Tanuki! Ich meine, ganz ehrlich, wie viel Mario willst du noch haben? Mario, Baby Mario, Metall Mario, Tanuki Mario, was kommt sonst noch alles? Okay, nicht mehr Peach, sondern Miau. Aber der hier ist doch wohl einfach der geilste Fahrer von allen. Ha, ja, mit dem Master Schein schlecht. Ja, mit Link wollen wir das Ganze zocken. Was? Okay, statt das. Das Halbwappen dran war nicht schlecht. So, was gibt es denn für neue Boliden? Ja, das ist der eine neue. Das ist der zweite Tanuki Buggy. Buggy oder was? Der Blue Falcon, der kommt von der nächsten Part dran. Heute will ich vor allem. Wo ist er jetzt? In einem anderen, und zwar mit dem Kart, hier, der Eponator, alter Eponator, wow, krasse Werte, alter, not bad. Ja, sind wir jetzt für Reifen, war, ich glaube hier gab es nichts Neues, war, oh doch, das Drive, war ein bisschen langsamer, war, kann das sein? Ja gut, weißt du was, sieht alles episch aus und so, nehmen doch einfach mal Kissen, wie ihr seht, mir fehlen noch die goldenen Kartteile, ich habe auch nicht alles freigespielt. Ganz theoretisch dumm und dämlich fahren. Gibt es einen coolen Guide für Link? man merkt es vielleicht, ich bin ein bisschen auf dem Hyrule-Trip, wa? Ja, und hier haben wir auch den Hyrule, Triforce Cup, Entschuldigung. Was ich jetzt hier ein bisschen doof fast empfinde. Ich meine, es heißt Triforce Cup, okay. Triforce 3G3, steht im Namen trotzdem 4 Cups. Naja. Und vor allem Hyrule-Piste. Eine. Die anderen, Varios Goldmine aus der V-Edition, die kennen ja noch sehr gut. Da gab es teilweise elegante Abschiefer, um es mal so zu formulieren. Regenbogen Boulevard, da habe ich noch eine schmerzhafte Erinnerung. Polarkreis Parcours ist neu in Hallo-Piste. Hier noch schönes. Exercise Bike Stadion, wäre noch lustig. Yoshis Piste aus dem Gamecube. Ach stimmt, das war Double Dash. Oh, das war damals noch geil. Große Drachenmauer, neu Mute City. Oh, FCU auch nicht schlecht. Das iCup. Also das. Ja gut, Yoshis Piste vielleicht. Was hat das sonst mit Eiern zu tun? Naja. Okay Leute, los geht's mit dem Triforce Cup. Link in Mario Kart 8. Hey, wieso heißt das ganze Mario Kart überhaupt? Hat mit dem Mario-Universum gar nichts mehr zu tun. Naja, den Ball mal Zelda schicken, Gandorf nachziehen und dann Prost Malte Gandorf zum Kart drauf. Da stelle ich mir witzig vor. Übrigens, ja, ich zocke gerade zum ersten Mal seit dem Update, also nichts in den bereits trainierten, sondern mit Link, nix, das wird gleich, wie ich fürchte, ziemlich lustig für euch. Also, ist ja, schon schön, aber natürlich auch peinlich für mich. So. Mit Link zu cruisen. Alter, ist, ich weiß auch nicht, einerseits ein bisschen bekloppt, andererseits auch geil, ich weiß auch nicht richtig, ey. Aber kann's noch? Hilfe! Wow! Geht aber gut in die Kurven. Wow, flinke Mäuse, Hilfe! Oh, und tschüss! Die Musik ist neu, wa? Die war damals noch ein bisschen anders! Wow, Hilfe! Alter! Sind wir schnell gerade? So, wir haben natürlich lieber, dass ich jetzt eine Tröte hätte, war, weil Position 1, blauer Panzer, wäre mir die Tröte echt lieber. Naja, was willst du machen? In der Regel bekommst du sowieso immer gleich Münzen, war.
Ja, das ist bescheuert, hey, die Münzen als Item. Ich meine, aber Strecke cool. Aber als Item. Ja, gut, kriegst zwei Münzen dazu. Toll. Was nützt das Ganze? Ne, ich muss zugeben. Alter, geht der gut in die Kurven rein. Ja, meine natürlich Schnelligkeit ist natürlich schon gut und Beschleunigung ja auch, aber. Ja, vor allem, wenn es halt um solche Strecken hier geht, wo man ein in letzter Sekunde fast schon noch steuern muss. Je nachdem natürlich, wenn du auf Items getroffen wirst, dann musst du einfach eine gute Kontrolle darüber haben. Sind die anderen? Ja! Was? Okay, der war auch neu. Da hat jetzt gerade nein, voll getroffen. Ah, danke, ist hinter mir. Da rechts. Autsch, das war ja klar. Ja, der hat auch der Dröte nicht geholfen. Nur ein Stern. Weil mich frage, ist überhaupt möglich, als erst einen Stern zu kriegen? Ich meine, es hieß hier mal von. Da kommt der blaue Panzer. Ich hasse ihn! Den kassen auch. Ah, cool. Nein, danke, hau ab. Waffe, hey. Donkey ist direkt hinter. Aua! Nein! Der blockiert immer, bremst sich immer aus. Oh verdammt, das war jetzt doof. Ah, noch eine Münze. Cool! Kann ich noch überholen? Yeah! Alter, ist sich geil steuert, Deponator. Vor allem Deponator. Was kommt als nächstes irgendwie nach. Wow, Hilfe! Der Vulkanvogel Skyward Sword. In meinem Fall also der Aurora Gleiter, was auch immer. Das war knapp. Mein Ziel sind natürlich 60 Punkte, also viermal gewinnen für dreimal Sterneränge. Yeah, yeah, das ist Link, Link. Hoch die Fäuste, Link. Wieso eigentlich jetzt das Masterschwert? Ist egal. Aber der Hyrule Shield links und rechts auf der Seite. Ne, muss zugeben, anfangs dachte ich so, was, Link in Mario Kart? Passt doch gar nicht. Jetzt muss ich sagen, eigentlich eine geile Idee. Auch wenn es ein bisschen vom Prinzip abkommt, kann es nicht unbedingt Hyrule Kart 8 oder so etwas machen, ne? Wäre auch ein bisschen schräg. Der Regenbogenwolle. Okay, hier zu gewinnen. Ja. Natürlich ist es möglich, also kein Problem, aber wer mich schon mal hier am Super Nintendo hat fahren sehen, naja. Und seine Strecke gab es doch bereits Mario Kart 7 noch nicht. Ah, lalala. Ist sie breiter als früher? Geht früher ein bisschen Engel in Erinnerung. Naja. Hey, Mario ist hinter mir. Er merkt schon mein Kart, also spricht der Eponato, Alter! Wie kann ich ja gut in Kurven? Ist nicht gerade der schnellste Kart? Man sieht's auch hier! Naja, egal. Nee, also der schnellste Kart ist er nicht, aber er ist stabil, er ist nicht gerade langsam, mit ihm kannst du gut in Kurven und so. Hat durchaus was, gut, braucht ein paar Münzen mehr, war? Noch ein bisschen schneller. Aber ganz ehrlich, Münzen bringen auch nicht viel Geschwindigkeit. Wow, war knapp, war noch runtergekommen. Alter! Was ist ein Panzer hinter sich? Geht's denn eigentlich noch? Mann, du Affe! Oder was bei Maus? Nein, ein Roter! Autsch! Klar, keine Münze! Alter! Wow, 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 wow! Krieg dich mal wieder ein! So, wenn ich gerade mal dabei bin, kann ich ganz kurz mal erzählen, wie ich mir das so vorstelle. Hilfe! Wow, so knapp. Vorstelle bezüglich alte weiteren Parts hier zum Offline-Modus. Was, also sprich zu Köps und so. Ich habe es ja bereits in einem Infovideo erwähnt, ich erwähne es aber trotzdem gerne noch einmal. Ich habe da einfach geplant, dass da halt neue Cups, neue Updates, neue Erfahrungen zu kommen. Dann mache ich da einfach mal ein paar Parts daraus, wenn wir das geschafft haben. Danach ist dann mal Pause bis zum nächsten Mal. Ja, ganz ehrlich, halt Fahrer zu stillen, etc. etc. Das kann man ja auch irgendwie online machen. Da also muss ich nicht unbedingt extra ein Let's Play noch laufen haben. Ach, gewonnen? Nein! Nein! Das scheiß Baby hat noch überholt! Damit so ein 3 Sternen futsch. Einfach nur futsch. Man hat natürlich auch 60 Punkte, wa? Also sprich die volle Punktzahl, sonst kriege ich nicht die 3 Sterne pro Level, pro Cup. Na. Ah. Bereits im zweiten Rennen also bei das. Ja, toll, Michael, hast du gut gemacht. Mhm. War das jetzt gerade mein Handy oder hat das hier gerade was getötet? Getötet.
Terrain in diesem Sinne. Benjamin Blümchen lässt grüßen. Polarkreisparcours. Der ist neu. Link hinten noch, aber da ist ein Schild drauf. Irgendwas ist das ein Schild, das man schon aus Mars? Kann das sein? Was misst so aus, wa? Man sieht das Wappen sind jetzt so richtig, aber das Wappen drin wir jetzt auch ein bisschen an Majora's Mask. Ja, Majora's Mask gibt's ja auch mal den, ich meine gesagt, Let's Play. Nee, Remake, war HD Remake. HD, ja doch, ein 3DS Remake halt. Ich freue mich schon irrsinnig drauf, wenn wir schon mal am Thema Link und so sind, weil ich habe damals, Ocarina of Time und so auch Let's Play, Skyward so etc. auch. Wird ja auch schon seit längstens mal Twilight Prince Let's Playen, das kann natürlich auch noch. Passt Majora's Mask wie die Faust aufs Auge. Majora's Mask ist sowieso lustig, dass Majora's Mask nicht eine längere Geschichte nicht, aber eine interessante, eine kuriose Geschichte vor allem, dass sie noch lustig werden. Nein, mal schauen, wie es so kommt. 3DS. Ach, ich bin damals gefreut, dass ich ihn nachher bekommen habe. Und damals auf Nintendo 64 fand ich vor allem das Speichersystem fand ich bei Majora's Mask so kacke, hey. Aber an und für sich eigentlich, glaube ich, das Zelda-Spiel schlecht, wenn es um Sidequests geht. Ich glaube, so ein geiles Zelda mit so vielen Sidequests und unterschiedlichen. Und vor allem, du kannst immer wieder neu zocken, immer wieder anders zocken. Ich glaube, da gab es kein anderes Zelda-Spiel, das das konnte. So, blaue Panzer, komm mal, will was präsentieren. Hö, eine Abkürzung. Was so aus, war? Wenn ich auch so fies sehe, du sagst, ich steckst zum ersten Mal in NPCs und natürlich, die können bereits Abkürzungen alles. Gut, die können ein bisschen auf die Karte gucken. Weniger quatschen! Ja. Mann, aus dem Weg! Sorry! So, 10 Münzen, jetzt mal gucken. Irgendwo hier müsste es Abkürzung geben. Nein! Und ich habe gerade noch eingesetzt, ich Trottel! Oh, wow, wow, wow. Wo soll jetzt die Abkürzung sein? Aha, doch, jetzt sehe ich sie, ja. Aus dem Weg, du Affe! Nein! Verdammt, schon wieder der zweite Platz! Das gibt's nicht! Du! Ja, gut, ja, wenn du halt zum ersten Mal zockst, wa? Kann dir natürlich so ein. Ja, ein Fehler passieren, nee. Dürfte ja nicht, war, aber naja. It's me, Link. Naja, passt so. Okay, Hyrule Piste, die letzte. Müssen wir unbedingt gewinnen. Alter, das Masterschwert riesig. Ja, bin jetzt mal sehr gespannt. Let's just sind das die Wachen aus Blick gerade? Können Klamotten? Das Bewitchwack sein? Nee. Wo können auf damit doch keine grünen Motten an, oder schon? Das gar nicht mehr, ey. Rubine auf dem Feld ist anschlecht. Ich hab Münzenrubine. Ah, stimmt, links unten ist ja. Und die Musik. Ich kann nicht mehr verlieren. Mit so einer geilen Mucke. Rubine statt Münzen, links unten sieht man es auch. Warum ist das die Musik aus Skyward Sword? Haben noch ein bisschen Technomucke drauf, wow! Hühner! Okay, Deko-Pflanzen macht ihr hier, euch will ich gar nicht, ah! Okay, ein bisschen umgehen von Skyward Sword genommen, man sitzt im Graf, Fix-Deal, Alter! Lass mich ein bisschen zu sehr ablenken, wa? Alter, ist das geil! Einmal eine zwei. Also, Nintendo, bitte mehr davon, war? Vielleicht noch ein paar Strecken aus Twilight Princess, Majora's Mask. Was ist jetzt passiert? A Link Between Worlds und so ein paar bekannte Strecken. Das war knapp. Ein paar bekannte Strecken bitte nehmen. Davon bitte mehr. Du. La la la. Ja, mehr konzentrieren, wenn ich bitten darf. Oh oh. Wow, das kann gefährlich werden. Also knapp. Wenn nur geil in die Kurven geht! Oder auch nicht.
nehmen und erhalten. Ja, die magische 8 CD ist eigentlich noch cool an und für sich, aber teilweise ein bisschen am falschen Ort. Du. Nein, ouch, scheiß Donkey. Ey, wollt ihr mich verarschen? Au! Hey, hat's auch langsam hier. Mit Link muss er gewinnen. Könnte noch ein bisschen schwierig werden. Mann, da sehe ich doch um die Ecke nicht. Mann! Oh, verdammt gutes Item. Nein! Ah doch, ich bin Erster. Ah, hab's gar nicht mehr gemerkt, ey. Wir haben gewonnen! Also drei rote Panzer in der Position ist für den Gegner auch fies. Naja. Ihr habt's geschafft, Leute. Vielleicht noch einen Stern? Naja, maximal. So, Ziel erreicht. Wir haben den Cup gewonnen. Naja. Priorität natürlich zum Gewinnen, nicht wahr? Sekundär und natürlich optional. Gewünscht war, dass wir, ja, halt drei Sterne kassieren, doch daraus wurde nichts. Und da haben wir ihn, Link, der Held Hyrules, auf seinem treuen Gefährt, dem Eponator, strotzt er allen Gefahren. Ja, nicht schlecht, ey. Das ist er, unser Held! Nicht nur der Held Hyrule, sondern auch, ja, wie soll ich sagen, der Held aus Mario Kart. Hier ist Link. So, und jetzt? Das ist eine seltsame Form, ey. Ein Stern. Bäh. Mario Kart, hm. Naja, Drivers ist klar. Oh, Mann. Wieso? Der ganze Held, die Form davon ist ein bisschen crazy. Hätte das geil gefunden, wenn... Ja, wenn es irgendwie ein umgekehrtes Drivers wäre, spielt das Drivers aus Lerule, ja, also A Link Between Worlds. Hm. Naja, was soll's. Man kann nicht alles haben. Tja, Freunde, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Das war hierzu mal zum Grand Prix hier bei dem Hyrule Cup mit Link. Du, nächsten Part haben wir einen neuen Charakter, also sprich einen von denen auswählen. Oder nehme ich nochmal Link, weil ganz ehrlich, Katzen Peach und Tanuki Mario sind mir nicht wirklich. Auch hier ist was anderes, vor allem Knochen Bowser. Amiibo kann ich auch noch nicht zeigen. Ich hätte nochmal Bock auf Link an meinem anderen Gefährt. Ganz ehrlich, Katzen Peach kann ich. Alter, Peach. Rose Gold Peach. Baby Peach. Viermal vertreten, was soll denn das? Na egal, bis zum nächsten Mal dann beim Eiköpfer. Hm. Der braucht mir ein Ei. Hey, bis zum nächsten Mal. Tschüss.